Wir melden uns live aus der Halle 4-2 auf der Zukunftspersonal Reconnect an Stand E18, um das mal genau zu sagen. Und neben mir steht Roman Rackwitz, der Gamification-Experte, und wir wollen uns über die Gründungskultur in Deutschland unterhalten. Warum ist die Gründungskultur in Deutschland so schlecht? Es ist eine Frage, ist sie schlecht? Das ist immer der Blickwinkel so ein bisschen, gell? Also ich glaube, Also der Punkt ist der, ich glaube, es gibt viele Leute, die gerne, die überlegen. Also der Gedanke ist, könnte ich was machen? Das ist, glaube ich, schon viel verbreitet. Der Punkt ist dann so dieses, wenn du dann in die Fahrwasser gehst und sagst, okay, gehe ich jetzt den Weg in die Selbstständigkeit oder wie kann ich wenigstens beginnen oder gehe ich den Weg eben ins Angestellten-Dasein oder wie könnten dort die ersten Schritte sein? Dann gibt es halt viel, viel mehr Angebote von allen Seiten. Zum einen über den Bereich halt eben, wie wirst du angestellt, wie kannst du, also ich rede jetzt hauptsächlich aus Studentensicht, ja, aus dieser, und da gibt es halt super viel Angebote auch von Unis, ja, 1000 Unternehmensberatungen, die kommen und dich fit machen für Bewerbungsgespräche und sowas, also diese Denke wird von vornherein ja schon indoktriniert, es geht eh nur ums Angestelltensein, und dann hast du nach wie vor auch immer noch so ein bisschen dieses, ich habe es kaum noch erlebt, aber vor kurzem sogar wieder dieser Punkt, so ein bisschen dieses, ah, selbstständig, hast du keinen Job gekriegt? Nach wie vor, so ein paar Sachen. Also auf der einen Seite glaube ich, dass die Awareness oder der Wunsch kommt immer mehr oder der Gedanke jedenfalls zur Überlegung, ich könnte vielleicht auch, aber dann eben diesen Schritt zu gehen, das wird dir hier noch relativ schwer gemacht, also was Studenten angeht. Das, was du sagtest, mit dem Eindruck, den man dann nach außen macht, so nach dem Motto, ja, ist dir vielleicht nichts anderes eingefallen oder es nimmt dich kein Unternehmen, kein Konzern, auch der Staat nicht und dann musst du dich halt selbstständig machen. Das weiß ja der KfW-Gründungsmonitor sogar aus. Das nennt sich dann Notgründungen. Es mag Notgründungen geben, weil man dann halt arbeitslos wurde und dann entsprechende Gründungen macht. Aber es ist schon irgendwie negativ behaftet, wenn man irgendwie ein Unternehmen aufziehen will. Ja. Was komisch ist, weil ich meine, die ganzen Firmen, die jetzt so erfolgreich einstellen, die mussten ja auch mal gegründet werden. Ja? Oder die ganzen, ich meine, wir sind zwar nicht das Land der Heroes, wo wir uns so einen Helden gern vorstellen, aber es wird doch immer wieder über die klassischen Diesel, Otto, ja, oder sowas gesprochen. Oder halt, wie auch immer, die ganzen Gründer und die auch immer gerne genommen werden, gerade auch im Bereich der Hidden Champions, die es ja da meistens sind. Aber das wird dann irgendwie mal ganz schnell vergessen, dass es ohne die ja gar nicht möglich gewesen wäre, diese sicheren Jobs zu machen. Ich kann es dir nicht sagen. Hängt es damit zusammen, dass wir Ingenieursland sind und einfach Ingenieure sich weniger um Firmengründung kümmern wollen, weil die sich ums Thema kümmern wollen? Ne? Oder dass wir die Persönlichkeiten weniger haben? Weil ich meine, wenn jemand gründet, was braucht er als erstes? Eine Art Community, die er vielleicht aufbaut, für ein Thema vorne weggehen. Und diese Persönlichkeiten haben halt vielleicht auch weniger, dieses Extrovertierte, ich gehe raus, ich kämpfe lange für mein Thema. Vielleicht ist es das, was fehlt. Also wir haben viele internationale Studenten, habe ich ja bei mir mit an der Uni und den anderen, also es gibt gewisse Kulturen, habe ich der Meinung, denen fällt das von sich aus viel, viel einfacher. Gut, jetzt wo ich drüber nachdenke natürlich auch, weil in diesen Kulturen eh alle weniger Sicherheit haben, weniger Jobs angeboten werden, also machen sie es eh, ja, dann kommt es daher. Wir haben ja natürlich schon ganz interessante Unternehmensgründungen in unterschiedlichen Kontexten, gerade bei naturwissenschaftlichen Themen oder medizinischen Themen. Wir haben sie durch Ausgründungen, durch Forschungsaktivitäten bei Max Planck, DFKI, Fraunhofer. Da kommen ja schon ganz gute Leute dann auch, die KI-Unternehmen dann gründen. Aber die haben dann Schwierigkeiten, wirklich gute Leute zu finden. Die für die Startups dann arbeiten. Also, ja, da sind wir wahrscheinlich echt dann so ein bisschen beim Sicherheitsdenken in vielen Sachen. Ja, das ist einfach, das haben wir uns vielleicht selber abtrainiert, das Wasser abgegraben, weil wir immer dafür gesorgt haben, dass alle Jobs immer sicherer sind, das Angestelltenverhältnis ist immer sicherer. Und weil da vielleicht auf der einen Seite so viel Sicherheit steht, überlegst du fünfmal, ob du vielleicht woanders anfängst, das alles wieder abbrichst, ins Risiko gehst. Also es gibt ganz wenige, die, oder dann natürlich meistens, für viele stellt sich die Frage dann leider, wenn sie halt vielleicht gerade dabei sind, Familie zu gründen und so, dann kommt das mit dazu, das ist der Zeitpunkt vielleicht eine Frage. Vielleicht sind wir zu gut auf der einen Seite gewesen, also Rahmenbedingungen für Angestellte zu schaffen, dass wir es nicht mehr attraktiv genug gemacht haben, für sich selbst was zu bauen. Ein großes Problem ist ja dann auch für die Einhörner, ne? Also für die wirklich die Milliardenschwelle dann überschreiten. Was für Rekrutierungsstrategien würdest du denen empfehlen? Das ist ein guter Punkt. Das größte Problem, glaube ich, bei den Einhörnern ist der, dass die ganze Medienaufmerksamkeit, also ich meine, auch Einhörner sind ja definiert nach ihrem Marktwert, nach den VCs, die dahinter stehen. Also es wird immer über das Monetäre kommuniziert. Und damit gehen natürlich viele schon einher mit dem Gedanken, hey, wenn ich, die haben Geld. Also auch, dann geht, ja, die müssen sich, können sich nur über das Geld definieren. Und wen kaufen sie sich ein?
die Leute, die wegen Geld kommen. Ganz wenig holen sich die Leute, schaffen dies, Leute zu finden aufgrund des Themas. Sagen wir mal in gewissen Abteilungen, je nachdem. Ja. Ich glaube, also meine Empfehlung wäre die, das ist natürlich jetzt sehr pauschalisiert, aber nicht zu versuchen, so dieses alles so schnell wie möglich zu schaffen. Wir brauchen jetzt so viele gute Leute so schnell wie möglich, sondern zu sagen, wir gehen auch den langen Weg. Wir schauen, wie wir über das Thema uns die richtigen Leute vielleicht schon früher an der Uni abholen und die begleiten die über 2-3 Jahre, während sie an der Uni sind. Wir beobachten die, wir schaffen Programme, wo wir mitkriegen, dass überhaupt jemand anfängt jetzt zu studieren und wo ist er in 2-3 Jahren. Das kann man natürlich nicht alleine machen, also man muss auch diesen Sprint machen, um die Leute zu kriegen, aber das wird, es wird immer nur geguckt, wer ist jetzt gerade da, den schmeißen wir zu mit Geld, so, das übertreibt ein bisschen, aber das erwarten ja die Leute dann auch fast schon und dann holen wir uns die, nur dass sie sich nach 6 Monaten wieder diese Gedanken machen müssen. Ja, und am Ende holt man sich, wie gesagt, die, die wegen Geld kommen und die, die wegen Geld kommen, sind auch schnell wieder weg wegen Geld. Nun sehen wir dann natürlich auch den anderen Trend, dass viele Talente Deutschland eben verlassen, gerade weil sie dann vielleicht in anderen Märkten attraktivere Bedingungen haben. Nicht so sehr pekuniär, sondern weil es das Image vielleicht besser ist. Also ich will nicht nur vom Silicon Valley reden, sondern es gibt wahrscheinlich auch mittlerweile in China entsprechende interessante Anknüpfungspunkte in Shenzhen und in Singapur, in anderen Ländern. Also warum ist da Deutschland so dröge? Also zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, Israel, Tel Aviv ist super, super gern genannt in der Richtung, genau. Dröge ist so eine Frage, viele Unternehmen verlangen es ja oder suchen das ja gerne bei den Leuten. Ja, oh, du warst da und so, man kann das mitbringen. Ja, aber das Problem ist, dann ist er auch draußen, wer weiß nicht, ob er zurückkommt. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch Bildung. Die Unis sind dann doch dort da. Also oder man sucht sich dann Auslandssemester speziell in diesen Bereichen, lernt das dadurch kennen. Dadurch fällt es einem leichter, vielleicht später zu sagen, jetzt gehe ich noch woanders hin. Das sind auf jeden Fall, und natürlich in gewisser Weise auch, man hat das, ob das stimmt, weiß ich gar nicht, aber man hat das Gefühl, wenn man hier mal mit den Leuten redet, so, dass die von sich, gerade jetzt wieder Studenten, dass die von sich aus glauben, dass zum Beispiel eine Karriereleiter, also erstens sehr eindimensional bei uns ist, also weniger übers Fach kommt, sondern mehr über halt, oh, ich muss politisch da gut sein und so weiter, und zum anderen auch nicht das Gefühl haben, dass es irgendwie sozusagen, hier ist auch viel Zeit dabei. Du musst Zeit absetzen, um irgendwo hinzukommen. Ob das so ist, wie gesagt, kann ich gar nicht sagen. Aber das ist das, was wir oft hören, auch gerade in der Uni bei den Leuten. Und dann glauben die halt in anderen Ländern. Erstens ist es eher fachbezogen, nicht nur eben dieses Politische und Administrative. Und zum anderen eben, dass es eher auf die Leistung ankommt. Jedenfalls glaubt man das. Ja, und natürlich gerade eh die Jüngeren oder so, wenn du fertig bist mit irgendwas, sagst du eh, hey, mir gehört die Welt, ich reiche mir den Arsch auf. Also will ich auch dahin, wo das... wo ich die Chance habe, das einzusetzen und ich muss es nicht als Zeit absetzen. Es ist so jedenfalls so ein Glauben. Naja, dann die klassischen Karrieren in der Deutschland AG, die sind vielleicht dann auch ein schwieriges Brot für den einen oder anderen, ne? Weil es auch zeitintensiv ist. Es geht halt dann nicht so sehr über die Qualifikation, sondern über das Image, über Kontakte, Kaminkarrieren, das sind ja mal so die Stichworte. Das ist irgendwie immer noch ein Thema in der Deutschland AG. Ja, also auch das, so wie ich es mitbekomme. Ich finde mir mal schade, dass man das so pauschalisieren muss, aber es sind auch die Sachen, die man natürlich hört, die Sachen, die funktionieren, von denen kriegt man ja nicht so viel mit. Aber das ist ganz klar, oder auch wenn wir unterwegs sind bei Kunden, das, was uns am ehesten, wo wir dann mitkriegen, wo die größten Schwierigkeiten sind, wenn es darum geht, Leute zu halten, also das ist ja der nächste Punkt, du musst nicht nur kriegen, du musst sie erhalten, sondern da müsstest du nicht neu suchen, sind meistens immer genau mit diesen Punkten eigentlich gesetzt, dass die Leute sagen, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht weiter. Also ich bin immer abhängig von anderen und keiner gibt diese Kontrolle, diese Autonomie gerne ab. Und da stehen wir rein, jedenfalls subjektiv empfunden, vom Image her nicht so toll da. Nun wird ja sehr viel auf den Staat ausgerichtet. Also wenn ich mir den aktuellen Bundestagswahlkampf anschaue, dann wird immer gesagt, ja, der Staat muss mehr investieren, der Staat muss für eine moderne Infrastruktur sorgen, der Staat muss in die KI gehen, der Staat muss für digitale Souveränität sorgen, Staat, Staat, Staat. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser Spirit, den wir 2000 hatten, so, oder 99 oder 98, als diese New Economy Bewegung war. Da hatten wir ja übrigens auch den Peak bei den Firmengründungen, ne? Dann hatten wir den Höhepunkt. Seitdem geht es seit 21 Jahren bergab. Also der Staat alleine wird es ja dann auch nicht richten. Nee, daran glaube ich auch nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, es ist immer leicht,
sozusagen gründungsoptimistisch zu sein, wenn es eh gerade hoch ist. Ja, also ich meine, es würde sich ja zeigen, ob wir ein Gründungsland ist, wenn es richtig mies geht und die Leute bereit sind, diesen Schritt zu machen. Aber das hängt, ach, das ist wahrscheinlich so komplex, aber wir erziehen uns die Leute, ja. Also dieser Nanny-Staat, der Begriff, ja, das ist inzwischen eine self-fulfilling prophecy geworden. Auf der einen Seite, weil natürlich, ja, man ist sehr schnell dabei zu schreien. Das hat man, finde ich, bei Katastrophen wie, und das ist ein schweres Thema, bei der Flut. Ja, ich meine, das Schreien danach, wir brauchen jetzt die und die, die Hilfen, waren sehr schnell da. Und es ist völlig legitim. Ich meine, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe noch nie sowas erlebt. Ja? Von daher kann ich hier leicht reden. Aber theoretisch im zweiten Moment überhaupt zu denken, dass man überhaupt in der Lage ist, danach zu schreien und vor allem dann so offenes Gehör kriegt, ist schon cool. Ich meine, das ist schon geil. Aber das hört halt dann bei solchen Katastrophen nicht auf. Dann sagt man ja nicht, jetzt war es eine weniger schlimme Katastrophe, jetzt können wir wieder auf uns selbst sorgen, sondern ja, das geht dann immer weiter. Ist natürlich auch immer gern versprochen in solchen noch Wahlkampfjahren. Und deswegen so self-fulfilling. Ja? Also inzwischen schreien wir danach, deswegen wird darauf reagiert, ja, weil vielleicht auch nur aus Mediengründen, ist jetzt erstmal völlig egal, es wird darauf reagiert, also hören wir wieder, die reagieren drauf, also können wir noch lauter schreien. Teufelskreis. Aber wenn wir uns die Innovationen anschauen, wenn es sagen wir mal um Quantencomputing geht, um KI und an vielen anderen Sektoren, spielen natürlich Organisationen wie Max Planck eine gewisse Rolle, klar, Grundlagenforschung, aber wenn man sich anschaut, was da mal auf die Straße gebracht wird, dann ist ja wieder Unternehmertum gefragt. Also Innovationen, um mit Schumpeter zu sprechen, hängen von entsprechenden Unternehmerpersönlichkeiten ab. Also letzten Endes hat der Staat, wenn ich mal zurückblicke, keine entsprechende Sprunginnovation in irgendeiner Weise hervorgebracht. Also mir fällt keiner ein. Telefonie im 19. Jahrhundert durch den Postminister von Otto von Bismarck. Okay, sehr cool. Danke, wusste ich auch nicht. Aber es ist, also wie gesagt, ich glaube da auch nicht dran. Ich meine, wer ist denn zufällig in der Regierung, dass er so die komplexen Rahmenbedingungen schafft, dass wir jetzt da irgendwie was rausholen? Wenn, dann ist es ein Glücksgriff irgendwie. Und auch da ist wieder der Punkt, es ist ja eine Mentalität, wenn du Gründer wirst oder wenn du bereit bist, dieser Early Bird zu sein. Ich meine, bei solchen Sachen reden wir nicht von denen, die sagen, oh, wir haben jetzt woanders gesehen, dass das funktioniert, jetzt fangen wir auch mal an, dann bist du Nummer 2, 3, hast vielleicht auch was Tolles, aber du bist nie dieser eine Große, dieser, der vorher alles abgreift, der dann einen Größenvorteil, einen Zeitvorteil hat. Das sind nun mal diese wirklich Early Birds. Und das passt überhaupt nicht zu unserer Mentalität des Denkens. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so, da wird, glaube ich, der Fluch von, könnte ich mir vorstellen, von uns, in dem wir so gut waren, das Ingenieurstum, also dieses, wir wissen, wie Dinge funktionieren und wir können das perfekt Effizienz gestalten. Ja? Wir haben das Wissen dazu. Aber es sind alles sozusagen sichere Rahmenbedingungen. Physik ändert sich nicht. Ja? Oder Reibung, oder wie auch immer. Also dieses Wissen, in dem wir so gut sind, ist in einem ziemlich stabilen Rahmen. Und ich glaube, das ist einfach perfekt. Da sind wir richtig gut dran. Und jetzt verlangen plötzlich von diesen Leuten, und ich meine, die ganze Ausbildungszeit, finde ich, geht auch immer in diese Richtung. Ja? Das sind die Rahmenbedingungen und das schauen wir uns jetzt an und so funktioniert das. Und ich meine, wenn du so erzogen wirst, wenn wir das anscheinend ja in unseren Genen haben, irgendwie dieses Ingenieursdenken und wie auch immer, in solchen stabilen Rahmenbedingungen, wo soll es denn herkommen, dass sich plötzlich jemand wohlfühlt oder optimistisch daran geht und sagt, boah, alles ändert sich, egal, ich werde es reißen, alles kracht zusammen, neue Opportunität für mich. Wir denken halt immer in diesem, oh scheiße, es ist nicht mehr die stabile Welt, kriege ich das wohl hin? Das bremst. Ja, und du bist natürlich wieder im Auftrag von Gamification hier oder was? Wo bist du aktiv? Ja, also wenn es um den Bereich HR geht, ist immer Gamification. Das ist nach wie vor im deutschsprachigen Raum Nachfrage Nummer 1. Recruiting, Onboarding, Weiterbildung. Aber das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Beispiel. Alle würden gerne Gamification haben, also das Resultat. Keiner will drüber reden, weil keiner will, dass seine Firma, seine Prozesse mit Games verbunden wird, ja, oder irgendwie nur mit dem Denken. Das heißt, mach bitte, aber nenn es nicht so. Und das, weil ich kann es nicht nach innen verkaufen. Vielleicht sollte ich gar nicht. Was sagte mein Chef, wenn ich plötzlich mit Gamification ankomme? Also da merkt man wieder diese Verbundenheit zu einem gewissen Neujahr, aber bitte in dem alten Korsett. Das muss sich so anhören. Und das macht es natürlich schwer. Es verbraucht für uns viel Zeit, was die Kommunikation angeht, Dinge reinzubringen. Ja, ein gutes Beispiel dafür. Oder es wird halt so auf so einem infantilen Niveau dann diskutiert, dass man dann irgendwelche bunten Knöpfchen drückt oder so, ne, und das dann als Gamification ausweist. Voll. Das ist dann aber dieser Punkt, so, okay, wenn wir es schon nicht ernsthaft reinbringen können, dann können wir es vielleicht als Eventprojekt machen. Und dann soll es ja möglichst gar nicht so aussehen, dass man es irgendwie realistisch in die Firma nutzen könnte, sondern es ist ja hier für was völlig Verrücktes. Also muss auch völlig verrückt aussehen. Und dann wundert man sich, dass die Leute überhaupt nicht diese Transferleistungen bekommen zwischen diesem völlig Verrückten und stimmt, so könnte ich das im Job benutzen. Die ist ja nicht da. Es wird ja versucht, absichtlich weit davon zu entfernen, damit sie eben dieses Verrückte ist.
Genau, das ist crazy, wie du da, womit man da balancieren muss. Wo findet man dich jetzt bis Donnerstag? In welcher Halle? Wir sind in der Halle hier drunter, das heißt, es ist die 4-1, danke. Da gibt es die Experten-Stage, da haben wir das Programm so ein bisschen aufgebaut, so ein bisschen gemischt aus Recruiting, aber dann auch wieder, heute war jetzt auch wieder Serious Game zum Beispiel mit dabei, Learning, das sind immer so die großen Themen. Ja, und ihr habt Programm bis Donnerstag, ne? Bis Donnerstag, genau. Ja. Ja, also dann wieder ein weiterer Grund, zur Zukunftspersonal Reconnect zu kommen, hier in Halle 4-2 und 4-1 einfach zu finden. Und viel Erfolg für deine Tätigkeit weiterhin. Okay. Danke, dass ihr da sein durfte. Ja, siehst du, meine Damen und Herren.